Am Samstagabend hat ein Holzboot in Hamburg-Neuland Feuer gefangen. Die Flammen gingen laut Polizei auf ein Einfamilienhaus in der Fünfhausener Straße über. Es entstand ein erheblicher Schaden an dem Wohnhaus. Bei dem Feuer wurden keine Personen verletzt. Das Holzboot befand sich in einem zugestellten Carport vor dem Haus, das unter anderem mit alten Elektrogeräten gefüllt war. Am Sonntagmorgen kam es zu einem erneuten Brand. Die Feuerwehr war am Mittag noch mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt. Die Brandursache wird nun ermittelt.